Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu Live the Life. Heute haben wir die Philadelphia Flyers gegen die Pittsburgh Penguins. Duell der Rivalen. Heute im Preseason Game 5. Drei Stück haben wir noch für uns. 5, 6 und 7. Dann haben wir den Auftakt am Samstag gegen die Washington Capitals. Vorausgesetzt, wir sind dann noch bei den Philadelphia Flyers. Das ist immer die Voraussetzung bei uns. Und wir wollen gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Es sieht gut aus, wir haben eine stabile Truppe und schon wieder ist Nielsen der Torhüter bei uns mit der 45. Der Trainer will ihn wirklich bis auf das Blut testen. Und das ist auch gut so, denn wir brauchen zwei stabile Torhüter. Die Mission, sollten wir bei den Philadelphia Flyers bleiben, lautet natürlich Titelverteidigung. Und da dürfen wir mal gespannt sein. Schaffen wir das nicht? Das wird sich in nächster Zeit rausstellen. Und Blattmann trifft. 4 Tore, 3 Assists in bislang 4 Preseason Games. Und das sollte doch die Bewerbung schlechthin für die kommende Saison sein. Giroux wieder mit an der Seite. Camilleri wieder gewichen. Mesteros, der Hünenverteidiger. Und Marc-André Fleury, der Torhüter bei den Pittsburgh Penguins. Ich bin gespannt, ob Sidney Crosby dabei ist. Eigentlich kann man ohne ihn ja nicht spielen. Oh, schön an Fleury vorbei. Hier haben wir den Bruder, Braden. Jetzt aber, yes, Mann, schönes Ding, du. Keine 3 Minuten. Und es klingelt wieder zu Hause für die Phillies. Aber das war richtig geil. Braden Chen und sein Bruder. Und dann Blattmann langgezogen an Marc-André Fleury vorbei. Weltklasse-Tor von Blattmann. Und genau dafür steht er doch. Wieder einmal mehr. Bloody Blattmann. Da würde es mich echt mal interessieren. Crosby war übrigens dabei. Allpick, Martin mit dabei. Jokinen mit dabei. Da würde es mich eigentlich mal interessieren. Wie sieht denn das aus? Gibt es da nicht auch die Möglichkeit, dass ich einen anderen Namen aufs Trikot mache? Da werde ich mich nach der Folge mal drum kümmern. Oh, schöner Check. Crosby. Da muss ich mal gucken, denn ich würde ganz gerne Bloody hinten drauf schreiben. Das ist ja auch beim Fußball so, dass da viele ihren Künstlernamen, sage ich jetzt mal, hinten drauf haben. Und schön von Nielsen. Uiuiui. Was war denn das jetzt? Sutter. Schön umgenudelt. Mr. Rose. Jetzt kommt da vorne, geht das sehr schön. Oh, Scheibe läuft, aber dann etwas zu viel des Guten. Aber Shen bleibt dran gegen Cagliardi. Komm jetzt, mache das. Machst du das Spiel ab. Und er spielt Blattmann. Wow. Oh, der setzt gut nach, der Shen. Optimal. Wir haben ein Team, mit dem wir durchaus arbeiten können. Oh, Ausgleich. Schön gemacht von den Pittsburgh Penguins. Das muss man zugeben. TJ Gagliardi nach Vorlage von Evgeny Malkin und Matt Green. Rüber gepasst und dann über die Stockhandseite von Nielsen. Machtlos bei diesem Schuss. Ja, gewinnen würde ich eigentlich ganz gerne. Das ist immer mein Ziel von Spiel zu Spiel. Lawton auf Grossman. Hartnell jetzt auf dem Eis. Voracek auf dem Eis. Grossman auf dem Eis. So, macht was raus. 3 Minuten noch im ersten Durchgang. Orpik holt sich das Ding. Sehr schöner Pass natürlich von Sidney Crosby. Bennett, aber Grossman kommt davor. Wow, vorsichtig, sowas darf nicht passieren. Und Nielsen. Der Mann gefällt mir. Wirklich sehr, sehr gut. Kann mich da nur wiederholen, er ist einfach top. Das, was er da macht, hervorragend. Knappe 10 Sekunden noch im ersten Durchgang. Mit einem Bulli-Gewinn sollten wir auf jeden Fall mit einem 1:1 da rauskommen. Vielleicht haben wir noch die Chance auf einen Abschluss. Mache ich diesmal selber. Die anderen warten zu lange, aber kein Problem. Natürlich für Marc-André Fleury. 1:1 nach 20 Minuten.
Das läuft. Nielsen mit seinem lila Helm. Erinnert mich immer an die alten Trikots der LA Kings. Die waren ja auch lila. Kam ich sofort drauf und habe gedacht, so, oh, LA Kings, alt. Aber nö. So, auf geht's, Freunde. Einen draufsetzen jetzt. Zumindest zu Hause will ich gewinnen, weil man weiß ja nie, wie sieht's dann auswärts aus. Beim Spiel gegen die Devils. Man weiß es nicht. Aber jetzt erstmal... Oh, Giroux. Vielleicht der Pass auch ein bisschen zu ungenau. Jokinen unsanft gestoppt. Und dann schön auf Giroux. Klasse Pass. Und er versucht es natürlich. Der Claude. So, Viertelstunde noch. Noch jede Menge Zeit. Allei. Solche Abpraller sind immer gefährlich. Auf geht's, Giroux, komm. Und drauf! Gute Möglichkeiten für unsere Flyers. Aber mit Marc-André Fleury haben die Pittsburgh Penguins natürlich einen Weltklasse-Keeper. Jetzt fängt Plattmann den Puck ab! Und dann steht der eigene Mann im Weg. Aber wenn nicht er, dann Fleury. Oh, Jokinen, diesmal kann er sich den Check entziehen und Nielsen! Hoho, klasse gemacht! Wunderschöner Save von der 45. Und der macht Mason wirklich Konkurrenz. Malkin, Achtung! Donovan, jawohl. Natürlich Nielsen, Lawton und Donovan heute im Check. Personalienentscheidungen, die treten immer näher. Wer wird den Sprung in die NHL-Mannschaft schaffen? Wer wird den Weg zurückgehen müssen? Erleben wir vielleicht eine Überraschung. Aber ich glaube kaum, dass ein Mezzaros oder ein Coburn, Voracek, Blattmann, Giroux, Camilleri, glaube ich kaum, dass man die in die AHL schickt. Kann ich mir nicht vorstellen. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Aber nichts ist unmöglich. Das haben wir schon oft gemerkt. Wir sind ja auch Meister. Ah, etwas zu lang. Schade. Komme ich nicht mehr hin. 30 Sekunden noch. Bulli. Vom eigenen Kasten. Komm jetzt. Oh, Strafe angezeigt. Diesmal der Stockschlag gegen Lawton. Und jetzt haben wir dann im letzten Drittel 2 Minuten Überzahlspiel. Wenn wir es jetzt nicht hier schon einlösen. Maybe, aber nein. 1:1 auch nach 40 Minuten. Es ist ein hart umkämpftes Spiel. Aber das war es schon immer gegen die Pittsburgh Penguins. Wenn die Philadelphia Flyers antreten. War schon immer schwierig. Aber das packen wir noch. Jetzt haben wir die beste Möglichkeit mit unserem Powerplay. Und das kriegen wir hin. So, du darfst noch. Und wir dürfen auch. Und zwar zum 2:1 erhöhen. Ich habe niemanden, der gegenüber von mir steht. Das heißt, ich schnapp mir den Puck und verliere ihn gleich wieder. Das ist auch so eine typische NHL-Krankheit. Man schnappt sich den Puck, fährt dann nur so ein bisschen links und dann ist er weg. Schöner Check gegen Crosby. Crosby. Chen. Oh, bleibt hängen. Komm jetzt, Freunde, nochmal anstrengen. 1:10 noch. Oh, schöner langer Puck. Diesmal kommt er auch an. Blattmann kann direkt durch. Oh, wird dann umgenudelt. Diesmal muss er einen richtig harten einstecken. Alter. Oh, passt doch ein bisschen schneller. Nicht so eine Oma-Kacke. Ja, Powerplay läuft gerade nicht so optimal. Nicht so optimal, sondern untertrieben. Schrecklich. Was macht der denn? Fahr doch direkt hin. So, komm, eine Chance noch. Truff das Ding, aber es ist wenig dabei. Ich hab doch schon längst. So, komm jetzt. Bandenarbeit, Voracek. Oh, das gibt's doch nicht. Die
verteidigen das vehement. Ich muss raus, werde ich auch gleich tun, wie immer. Vorsicht! Ihn schön geblockt. Auf geht's. Geh, Voracek. Macht noch ein Tor jetzt. Oh. Manchmal dauert das einfach viel zu lange. Da muss man schneller den Abschluss suchen, da vorne drin. Und natürlich ist es gegen Pittsburgh wieder ein Kampf. Aber jetzt, komm, ich sehe es doch. Schieß! Jetzt, Mann! Komm, wo ist er? Nö. Aber dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist die Devise. Boah, der ackert da vorne gut mit. Das ist sehr gut, wie er das macht. Der Couturier. McMillan. Giroud ist wieder dabei, also muss ich auch gleich. Jawohl. Wo haben wir den Puck? Ah, sehr gut. Giroud kommt mit. Ja, ich leg ihn um. Weg damit. Ah, das gibt es nicht. Alter. Crosby, du kannst nichts. Ich kann mehr. Jetzt aber. Komm doch. Ach, scheiße. Es geht ja eigentlich um gar nichts, aber trotzdem will ich halt gewinnen. Ist ja logisch. Irgendwo. Jokinen. Komm jetzt, geht ran, der kriegt die Scheibe nicht weg. Ja, schöner Check. Und abfälschen, komm, Giroud, schade. Fleury geht zum Bulli und diesmal behält er ihn auch. Schönes Pressing von den Flyers. 9 zu 18 Torchancen, aber es steht halt 1-1. Und genau das ist das Problem bei uns im Moment. Ah, schöner Check. Orpik. Doch, nochmal die Befreiung jetzt vielleicht für die Pittsburgh Penguins. Martin kommt nicht weg. Pittsburgh sehr, sehr unter Druck im Moment da hinten. Komarov. Aber jetzt über Jokinen die Befreiung. Wenn jetzt hier das Ding geht. Oh, oh, das wird eng. Vorsicht. Crosby. Schwer zu bändigen da hinten. Jokinen hat sich gut gelöst. Die letzten Sekunden. Und Nielsen geht hin. Schönes Ding. Und es scheint fast so, als würden wir hier in die Verlängerung gehen. Und ich glaube, wir dürfen für die letzten 1,4 Sekunden noch rein. Aber wir gehen in die Verlängerung. Jo, so ist es. 1-1 gegen die Pittsburgh Penguins. Es bleibt weiterhin schwer, gegen sie zu gewinnen. Aber wir setzen alles dran, dass das am Ende siegreich endet. Wir haben unser Tor gemacht, wir haben unseren Punkt. Und jetzt die Chance auf Punkt Nummer 2. 4 gegen 4 natürlich. Overtime 5 Minuten. Und danach gäbe es Penalty-Schießen oder auch Shootout. Oh, kriegen wir nicht getrennt. Crosby, vorsichtig. Der immer für eine Überraschung gut. Aber ich eben auch. Schön vorbei an Crosby. Nein, das gibt's doch nicht. Malkin. Starke Defensivarbeit und dann schlechter Pass angefordert von Blattmann. Jetzt aber komm, yes, Mann! Zuckerpass! Haha! 2-1 Sieg nach Overtime gegen Pittsburgh. Und was für ein Zuckerpass da rüberkommt und dann Braden Shen. Mit dem Overtime-Winning-Goal. Sauber. Einfach nur sauber, Freunde. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Geht was in Sachen Trades? Ja, nein, vielleicht. Wer ist unser nächster Gegner? Dranbleiben. So, ich bin wirklich gespannt. Geht da was oder geht da immer noch nichts?
Die wollen mich alle nicht. Oh Gott. Ah, gegen die New York Islanders spielen wir noch. Und dann am Samstag oder am Freitag, wie gesagt, gegen die New Jersey Devils. Sind allerdings zwei Auswärtsspiele. Nichtsdestotrotz wollen wir da unser Bestes geben und die Trade-Anfrage weiterhin aktiv. Ja, Freunde, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da und sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.